Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu Spielestudio auf der Nintendo Switch in der Demo-Version. Ja, da könnt ihr schon runterladen. Kostet nichts, ist eine Demo. Könnt ihr euch das mal anklicken, das ganze Ding hier? Ich habe das auch noch nicht gemacht. Freies Programmieren kann man anscheinend nicht machen in der Demo-Version. Hier im eShop können wir das nämlich mal ankaufen. Wir können ja mal reinsehen. Ich glaube, das kostet 19 Euro oder so. Ich guck mal. Ich kurz noch 39? 29? Wir werden es gleich erfahren. Das ganze Ding kostet 29 Euro. Einmal frei. Da können wir Spiele bauen. Gucken wir uns mal an hier. Interaktive Lektionen. Bewegen, springen, schnappt ihr den Apfel. Alles klar. Aber er springt nicht. Oh, ich habe dich nicht erschreckt. Mein Name ist Bob. Du befindest dich in der Zwickmühle, weil du das Spiel nicht beenden kannst. Hab ich recht? Du kannst mit B nicht springen und daher den Apfel nicht erreichen. Dafür gibt es allerdings einen ganz simplen Grund. Dieses Spiel ist nämlich noch gar nicht fertig. Du könntest Tag und Nacht hier sitzen und würdest es trotzdem niemals durchbekommen. Ah, bitte nicht wütend werden, das war nicht böse gemeint. Komm, wie wär's, wenn wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, um das Spiel selbst fertig zu programmieren? Legen wir gleich los. Du könntest mal diese Schaltfläche hier berühren. Einmal auf Plus. Ah! Oh, wenn das nicht unser geschätzter Kollege Bob ist. Wie famos, dich hier zu sehen. Oh, Tagchen. Juhu, Bob ist da. Boing. Willkommen im Inneren dieses Spiels, Mo360. Ah, du fragst dich bestimmt, wer all diese Wesen hier sind. Man nennt diese Knotixe. In deiner Nintendo Switch-Konsole leben die verschiedensten Knotixe. Ist ja niedlich. Auf dem Programmierbildschirm hier kannst du diese Knotixe herbeirufen und miteinander verbinden. Und tada, auf diese Weise kannst du das Programm eines Spiels ändern. Du kannst dir das Ganze vorstellen wie ein Studio, in dem du deine eigenen Spiele programmierst. Daher ist es quasi dein Spielestudio. Das unfertige Spiel, das du gerade ausprobiert hast, wurde auch in diesem Spielestudio programmiert. Na gut, dann wollen wir mal, lass uns das Spiel vervollständigen. Okay, wieso starrst du mich denn so verdattert an, Mo360? Du sollst doch bloß ein wenig programmieren, um dieses Spiel fertigzustellen. Keine Sorge, das wird nicht schwer. Wir müssen lediglich dafür sorgen, dass man mit B springen kann. Okay, siehst du den Ausgabeport, über den dieses Knotix verfügt? Ah? Verbinde ihn einfach mit dem Springport des Männchen Knotix. Yeah. Ich bin das Knopf Knotix. Wenn du den Knopf drückst, kriege ich das mit... Klar. Mir entgeht da nichts. Tag auch. Ich bin das Männchen Knotix. Freut mich. Ist das ein Quatsch, ey? Du hast das Männchen auf dem Spielbildschirm gesehen, ja? Das lasse ich dort erscheinen. Alles klar. Um die beiden Ports zu verbinden, halte A gedrückt und bewege den Zeiger mit dem linken Stick. Und zwar so, wie ich es zeige. Alles klar. Machen wir. Ja, yeah, mal verbunden. Jetzt können wir springen, Leute. Das war's auch schon. Wir haben dafür gesorgt, dass das Männchen springt, wenn man B drückt. Jetzt sollte der Level zu schaffen sein. Kehren wir doch gleich mal zurück. Okay. Yeah, wir können springen, Leute. Und wir können das Level schaffen. Du hast es geschafft. Großartig. Ja, mega. Durch ein klein wenig Programmierung hast du dieses Spiel fertiggestellt. Kehren wir zurück zum Programmierbildschirm. Und wie fandest du's? Mega. Hat es richtig Spaß gemacht? Hat es nicht Spaß gemacht, etwas über Spieleprogrammierung zu lernen?
ehrlich gesagt spüre ich, dass in dir noch richtig viel Talent steckt, Mo360. Was meinst du? Möchtest du nicht mal versuchen, noch mehr Spiele zu programmieren? Ich würde dir viel lieber andere ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob das in der Demo geht. Ich hatte da nämlich genau das Richtige für dich. Interaktive Lektionen mit niemand geringeren als deinem neuen Freund Bob. Na, Interesse? Darin würden wir alle möglichen Spiele programmieren, während ich dir wie gerade eben mit Rat und Tat zur Seite stehe. Und am Ende wirst du in der Lage sein, deine eigenen Spiele zu kreieren. Ganz allein, ohne meine Hilfe. Also, was sagst du? Machst du mit bei meinen einzigartigen interaktiven Lektionen? Machen wir. Wunderbar. Ich freue mich schon auf all die fantastischen Spiele, die wir zusammen programmieren werden. Werfen wir doch gleich mal einen Blick darauf. In diesen interaktiven Lektionen werden wir insgesamt 7 Spiele erstellen. In der ersten Lektion arbeiten wir an dem Spiel Wilde Jagd. Dabei geht es um ein Fangspiel. Danach nutzen wir einige besondere Funktionen der Nintendo Switch-Konsole, um das Spiel Kullerkugel zu erstellen. In Lektion 3 erschaffen wir Alien-Attacke. Ein Spiel, bei dem man Aliens abschießen muss, während der Bildschirm sich von selbst bewegt. In der vierten Lektion basteln wir einen Risikoparcours, auf dem man durch Laufen, Springen und Schlagen ins Ziel gelangt. In der fünften Lektion bauen wir den Raum der Rätsel, in welchem man ein dreidimensionales Rätsel lösen muss. Lektion 6 wartet mit einem Autorennenauftritt. Wartet mit einem Autorennen auf. Tritt gegen einen Computergegner, in dem von dir selbst erstellten Rennspiel qualmende Reifen an. Episches Rennspiel. Und zu guter Letzt wagen wir uns in Lektion 7 an ein 3D-Action-Spiel namens 3D-Parcours. Durchs Programmieren all dieser Spiele lernst du in den Lektionen die verschiedensten Tricks und Kniffe. Und dadurch wirst du am Schluss in der Lage sein, deine ganz eigenen Spiele zu erstellen. Also dann, ich warte in Lektion 1 auf dich. Schau bald vorbei, okay? Und nicht vergessen, mein Name ist Bob. Bis dann. Oder 60? Warte mal kurz. Mein Name ist Alice. Ich bin also nicht Bob. Bob springt viel mehr herum als ich. Alice. Freut mich. Und bitte merk dir meinen Namen. Nicht, dass du mich nachher noch außersehen Bob nennst. Also, Mutter 60, du hast ja vorhin dafür gesorgt, dass dieses fast fertige Spiel nun ja fertig wurde. Aber sei mal ehrlich, so ganz hast du doch noch nicht verstanden, warum das am Schluss alles so funktionierte, oder? Nur keine falsche Scheu. Das ist doch völlig in Ordnung. Du hast ja gerade erst angefangen. Aber wenn du auch eigene Spiele erstellen willst, wirst du definitiv lernen müssen, wie alles hier funktioniert. Deshalb habe ich ein paar Kontrollpunkte für dich aufgestellt, die dir helfen sollen. Es wäre schön, wenn du mal beim ersten Kontrollpunkt vorbeischauen könntest, bevor du mit Lektion 1 anfängst. Also, dann, ich werde dort auf dich warten. Kontrollpunkt, Einleitung, ein mysteriöser Kontrollpunkt ist erschienen. Was dich dort wohl erwartet? Wir werden sehen, das Männchen springen lassen. Schön, dass du gekommen bist, Mo360. Nur falls du es vergessen hast, ich bin Alice. Und das hier ist ein Kontrollpunkt. Der Gedanke dahinter ist, dich Rätsel lösen zu lassen, um zu testen, ob du bestimmte Programmieraspekte wirklich begriffen hast. Gut, das ist vielleicht etwas zu viel verlangt, dich urplötzlich mit Rätseln zu konfrontieren, aber nun, wir werden ja sehen. Es gibt was Neues unter Alice erklärt. Spielestudio, die Grundlage. Ich habe da etwas für dich, das dir helfen könnte. Alice erklärt's. Darin findest du weitere Tipps, wie du mit Knotixen Spiele programmieren kannst. Wähle einmal diese Schaltfläche aus. Alles klar. Die Grundlagen. Wirf doch gleich mal einen Blick hinein, um die Grundlagen des Spielestudios kennenzulernen. Spielestudio, die Grundlagen.
Also gut, dann spitzt mal die Ohren, denn wir gehen jetzt die Grundlagen vom Spielestudio durch. Dieser Bildschirm, den du gerade siehst, das ist der sogenannte Spielbildschirm. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um den Bildschirm, auf dem dein programmiertes Spiel stattfinden wird. Hier haben wir ein Männchen. Drück doch mal B. Das Männchen ist gesprungen. Aber was genau hat dafür gesorgt, dass das Männchen bei deinem Knopfdruck gesprungen ist? Genau das werden wir uns jetzt genauer ansehen. Hier in Spielestudio die Grundlagen. Dazu begeben wir uns hinter die Kulissen und werfen einen Blick auf den Programmbildschirm. Takschen, oh, wir haben wieder Besuch. Yeah. Ey, sind wir uns nicht schon mal über den Weg gelaufen? Du bist doch Modell 60, stimmt's? Auf gutes Knopfgedrücke. Das hier ist also der Programmbildschirm. Hier programmieren wir Spiele mit Hilfe der Knotixe. Genau, wenn es ums Programmieren geht, sind wir jederzeit für dich da. Dabei hat jedes Knotix seine ganz eigenen Funktionen. Wenn überprüft werden soll, ob irgend so ein Heini hart auf den Kopf rumdrückt, Knopf rumdrückt, tja, dafür sind wir Knopfknotixe da. Und was uns Männchenknotixe betrifft, wir sorgen dafür, dass auf dem Spielbildschirm ein Männchen erscheint. Korrekt, das Männchen, das du vorhin gesehen hast, wurde von diesen Männchenknotix erzeugt. Ach, ich freue mich einfach, wenn die Leute meine Arbeit zu schätzen wissen. Achte mal auf die Position des Männchenknotix auf dem Programmbildschirm. Die Position des Männchenknotix, hier bestimmt nämlich auch die Position des Männchens auf dem Spielbildschirm. Das heißt, wenn du mich beispielsweise weiter nach unten rechts verschieben würdest, nach rechts, ja, dann würde auch das Männchen auf dem Spielbildschirm rechts erscheinen. Probieren es doch mal aus. Schnapp dir das Männchenknotix und verschiebe es in den blauen Rahmen. So, habe ich gemacht. Oh, jetzt bin ich hier drüben. Was meinst du? Was hat sich wohl auf dem Spielbildschirm verändert? Ja, wahrscheinlich stehst du jetzt auch da. Oh, ein Wunder. Und siehe da, das Männchen steht nun ebenfalls rechts. Der Programmbildschirm ist der Ort, an dem wir Dinge wie Objekte oder Charaktere positionieren, die dann auf dem Spielbildschirm erscheinen. Okay, wir gehen zurück. Was du noch zum Programmbildschirm wissen solltest, ist, dass du ihn verschieben kannst. Hier ist viel mehr Platz, als man zuerst denken mag. Bisher habe ich diese Funktion deaktiviert, damit du während meiner Erklärung nicht aus Versehen den Bildschirm sonst wohin schiebst. Aber jetzt ist die Funktion aktiviert. Bewege doch mal den linken Zeiger. Tada, genau, ich habe den rechten bewegt. Genau, so kannst du den Programmbildschirm nach Belieben verschieben. Jetzt bewege mal den rechten hoch und runter. Während du ZL oder ZR gedrückt hältst. Ah, da können wir rein und raus zoomen. Wie du siehst, kannst du so heraus und hinein zoomen. Solange wir uns hier in Alice Erklärts befinden, werde ich diese Funktion lieber wieder deaktivieren. Aber wenn du erst deine eigenen Spiele baust, wirst du sehen, wie nützlich sie sind. Gut, bringen wir den Bildschirm zurück in seine ursprüngliche Position. Prima. Dann zurück zum Hauptthema. Immerhin wollte ich dir ja eigentlich erklären, wieso das Männchen vorhin springen konnte. Du erinnerst dich bestimmt, dass das Männchen auf den Spielbildschirm gesprungen ist, als du... Das wissen wir doch schon, weil wir das verbunden haben. Ja, yeah, du gehst ja mal knallhart auf meine Kappe. Siehst du, wie ich mit dem Knopf Knotix verbunden bin? Linien werden wie diese hier repräsentieren solche Verbindungen. Dies ist sogar die Verbindung, die du vorhin selbst erstellt hast. Ja, ich passe genau auf, ob jemand B drückt. Und sobald B gedrückt wird, sende ich auf der Stelle durch die Verbindung ein Signal ans Männchenknotix. Da kenne ich nichts. Ganz lieben Dank dafür. Vielleicht ist das mit dem Signal leichter zu verstehen, wenn du es dir wie eine Nachricht vorstellst, die über einen Draht weitergeleitet wird. Achte als nächstes bitte einmal darauf, mit welchem Teil von mir das Knopfknotix verbunden ist. Springen. Da steht Springen, nicht wahr? Wenn an diesem Springen-Port ein Signal ankommt, ist das quasi mein Stichwort, auf dem Spielbildschirm das Männchen springen zu lassen. Total easy, was?
Wir haben uns übelst verbündet. Und das Ergebnis ist, dass das Männchen springt, wenn du B drückst. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Die Aufgabe des Knopfknotigs ist es, zu überprüfen, ob B gedrückt wird. Sobald B gedrückt wird, sendet das Knopfknotig ein Signal an seinen Ausgabeport. Dieses Signal kommt beim Springport des Männchenknotigs an, welches dann das Männchen auf dem Spielbildschirm springen lässt. Ja, eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Entferne jetzt mal die Verbindung zwischen den beiden Knotigsen und sieh, was passiert. Wähle die Verbindung und drücke X. Achso. Gut, rufen wir mal den Sperrbildschirm auf und sehen nach, was sich geändert hat. Drücke B. Er geht natürlich nicht. Da die Verbindung zwischen den beiden Knotigsen weg ist, bringt ein Knopfdruck auf B das Männchen auch nichts mehr zu. Dieses Springen und B, das macht mir ganz kirre. Ist ja wohl auch klar, keine Verbindung, kein Rumgehüpfe. So läuft's halt. Exakt, wenn keine Verbindung besteht, kommt das Signal, dass das Knopfknotix beim Drücken von B sendet, nicht mehr beim Männchenknotix an. Und deshalb ist das Männchen nicht gesprungen, als du B gedrückt hast. Ja, können wir wieder verbinden. Hurra, jetzt kann ich wieder das Signal des Knopfknotix empfangen. Das Verbinden von Knotigsen ist eine der wichtigsten und grundlegendsten Aktionen, die du im Spielestudio durchführst. Es ist quasi das Fundament schlechthin für alles, was du mit dem Knotigsen so anstellen kannst. Gut, sehen wir uns doch mal. Ey, was soll denn jetzt passiert sein? Wir können springen, yeah! Hinter den Kulissen setzen sich dann die Knotigsen in Bewegung und sorgen dafür, dass dieser Mechanismus funktioniert. Wenn man erstmal versteht, was bei bestimmten Aktionen im Hintergrund vor sich geht, sieht man sie ganz in einem ganz neuen Licht, was? Deshalb macht Programmieren auch so viel Spaß. Wir drücken Plus. So, Modre 60, dann hoffe ich mal, dass du uns nicht so bald vergisst. Wenn du vorhast, selbst Spiele zu erstellen, dann begegnen wir uns bestimmt auch noch öfter. Yeah, das wird cool. Haben wir abgehakt. Bist du jetzt mit den Grundlagen deines Spielestudios vertraut? Jawohl. Dann drücke nochmal B, um die Übersicht von Alice Erklärt zu schließen. Denn nun werde ich mit einem Rätsel prüfen, ob du die Grundlagen tatsächlich verändert hast. Na, das ist ja jetzt nicht so schwer hier. Stelle dich hier der Herausforderung meines Rätsels. Das Männchen springen lassen. Willkommen zu den Rätseln. Bei den Rätseln, die ich präsentiere, geht es darum zu prüfen, ob du die Grundlagen des Spielestudios verinnerlicht hast. Um das aktuelle Rätsel zu lösen, musst du dafür sorgen, dass das Männchen den Apfel einsammeln kann. Wie wirst du das wohl anstellen? Ich baue mir eine Treppe. Im Augenblick bewegt sich das Männchen kein Stück. So wird das natürlich nichts mit dem Apfel. Du wirst irgendwas ändern müssen, damit das klappt. Um genauer zu sein, du wirst etwas programmieren müssen, ganz allein. So. Eine Sache noch, in den Rätseln kannst du nie alles beliebig ändern. In diesem konkreten Rätsel beispielsweise darfst du nur eine Verbindung zwischen dem Knopfknotix und dem Männchenknotix verherstellen. Wie könnte man die beiden wohl verbinden? Na, einfach hier. Lass mich doch mal jetzt hier verbinden. Gelöst. Wahnsinn, wir sind richtig verrückt. Wir haben es geschafft, Leute. Einleitung, alle gelöst. Juhu. Prima, ich würde sagen, die Grundlage deines Spielestudios hast du definitiv auf dem Kasten. Ich werde aber weiterhin überprüfen, wie gut du dich mit dem Spielestudio und dem Knotigsen auskennst. Deshalb wartet nach jeder Lektion einer meiner Kontrollpunkte auf dich. Ich werde auch immer mal wieder neue Inhalte zu Alice Erklärst hinzufügen.
Wenn hier also mal irgendetwas nicht klar ist, wirf ruhig einen Blick in Alice erklärt's. So, das wär's von meiner Seite. Jetzt kann ich dich ruhigen Gewissens zur Lektion 1 übergehen lassen. Dürfen wir die noch machen? Sieht so aus. Oder hat die Demo eine Zeitbegrenzung? Das kann natürlich auch sein. So. Die Spielsteuerung. Oh, hier gibt's 7 Stück. Krass. Da kommt Bob. Willkommen zu interaktiven Lektionen. Falls du es vergessen hast, ja, du bist Bob. Ich freue mich schon, auf Ratentats Seite zu stehen. Ja, ich streiche den heutigen Tag in den Kalender ein, denn ab heute programmieren wir unser allererstes Spiel namens Wilde Jagd. Oh ja, so geil wird das aussehen. Weitermachen. Wir können nicht weiterklicken, Leute. So. Weiter. In diesem Spiel versucht der Fänger, den Läufer zu erwischen, während beide einer Balllawine ausweichen müssen. Ah ja. Klingt schon richtig spaßig, oder? Und dieses spannende Spiel findet direkt hier auf dem Spielbildschirm statt. Wo noch gar nichts zu sehen ist. Absolut verrückt. Jetzt gibt es natürlich noch nichts zu spielen. Schließlich haben wir ja noch nichts programmiert. Alles, was du von nun an auf dem Programmbildschirm programmierst, hat einen Effekt auf das Geschehen auf dem Spielbildschirm. Kommen wir also ohne weitere Vorrede zum Programmbildschirm und beginnen wir unser Spiel zu programmieren. Okay, dann zeige ich mal ja hier. Willkommen zum Programmbildschirm. Hier fügst du Knotix hinzu und programmierst dein Spiel. Zuerst einmal brauchen wir eine Spielfigur. Und für so einen Fall ist ein Männchen-Knotix genau richtig. Wähle ein Objekt. Dann Figur. Und zum guten Schluss ein Männchen. Ich will aber Auto nehmen. Geht aber nicht. Hallo Leute, ich bin ein Männchen-Knotix. Das Männchen-Knotix, so sieht es aus, Leute. Hey, Mordre, setz dich nett, dich zu treffen. Und nun beginnen wir wieder mit dem Programmieren. Warum die das nicht vertonen, war? Ich verstehe das ja nicht. Zeit für meinen großen Auftritt. Gut. Was hat sich geändert, nachdem wir das Männchen-Knotix platziert haben? Sehen wir uns das einmal auf dem Spielbildschirm an. Wissen wir doch, jetzt steht er da. Was soll sich da groß geändert haben? Und hier ist unser Männchen auf unserem noch völlig leeren Spielbildschirm. Fügt man ein Männchen-Knotix auf den Programmbildschirm hinzu, erscheint ein Männchen auf dem Spielbildschirm. Logisch, oder? Als nächstes möchten wir, dass man die Spielfigur mit dem Controller steuern kann. Ja, das geht nicht mit dem Bewegen, Leute. Versuch doch mal, das Männchen mit dem linken Stick zu bewegen. Wie du siehst, bewegt sich das Männchen kein Stück. Nun sind unsere Programmierkünste gefragt. Versetzen wir die Spielfigur in die Lage, sich zu bewegen. So, machen wir hier. Wenn wir die Spielfigur mit dem linken Stick bewegen möchten, sollten wir ein Stick-Knotix hinzufügen. Und das finden wir bei Eingabe. Ah, nehmen wir Control-Stick. Und wählen den linken Stick. Und dann machen wir links und rechts. Boing, da ist er. Der Stick-Knotix. Du bist nach Modell 60, stimmt's? Jawohl. Du kannst es sicher kaum abwarten, den Stick hin und her zu bewegen. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal verbinden hier. Ah, Ausgabeport. Verbinden wir jetzt mit links und rechts. Coole Zusammenarbeit, ja, Ausgabe. Wir testen das direkt mal aus. Und unser Männchen läuft. I'm on fry. Klasse, Spielfigur bewegt sich. Ja, mega. Tipptopp. Das ist erledigt. Weitermachen. Springen würde. Ja, springen machen wir, oder? Verschiebe dazu zuerst einmal das Stick-Knotix. Alles klar. Wähle Eingabe. Dann machen wir Knopf. B. Und dann verbinden wir das Knopf-Knotix. Den kennen wir schon.
Und ja, ist voll krass. Den verschieben wir hier rüber. Verbinde dann den Ausgabeport mit Springen. Wenn du auf den Knopf gehämmert wird, sag Bescheid. Yeah. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wir können laufen und springen. Jawohl, prima. Okay, der funktioniert. Wir gehen zurück. Und jetzt rate mal. Schritt 1 ist abgeschlossen. Yeah, Party. In diesem Schritt haben wir programmiert, dass die Spielfigur mit dem Controller gesteuert werden kann. Im nächsten Schritt machen wir uns daran, ein Level für unser Spiel zu bauen. Ich muss zugeben, ich bin schon jetzt ziemlich aufgeregt. Wir sehen uns dann im nächsten Schritt. Yeah. Haben wir. Nächster Schritt, Boden und Wände. Willkommen zurück. Machen wir direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Doch zuvor sollten wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, was wir bereits programmiert haben. Warum denn? Spielfigur mit dem linken Stick bewegen und B springen. Oh ja, dank unserer ausgezeichneten Arbeit ist der letzte Schritt. Im letzten Schritt können wir die Spielfigur bewegen. Ja. Dieses Mal bauen wir Boden und Wände. Alles klar. Wir wollen also Boden und die Wände bauen. Doch zuvor müssen wir uns noch um etwas kümmern. Und zwar, wo der ganze Level überhaupt hin soll. Wie wäre es mit hier drüben? Da das nun beschlossen ist, müssen wir nur noch sicherstellen, dass der Bereich auf dem Spielbildschirm angezeigt wird. Und dafür brauchen wir unbedingt ein Spielbildschirm-Knotix. Da gehen wir auf Objekt, auf Spielbildschirmkamera, auf Spielbildschirm. Alles klar. Ah, da seid ihr bereit, aus diesem Programm einen Blockbuster zu machen. Spielbildschirmknotix. Oh, du musst wohl ersichtlich sein. Ich höre überall, dass du ein Geheimtipp bist. Ah ja, ist klar. Mit dir in der Hauptrolle wird diese Produktion alle Erwartungen übertreffen. Okay. Und zwar können wir mit ihm festlegen, welcher Teil des Programmbildschirms auf dem Spielbildschirm angezeigt wird. Alles klar, alles klar. Was ich umarme, umrahme. Wir müssen also das jetzt umrahmen. Machen wir hier. Ziehe dieses Symbol, bis das Knotix genau in den blauen Rahmen passt. Ist das Knotix? Ach so! Und jetzt sehen wir uns einmal an, was auf dem... Ja, die Spielfigur ist nicht da, weil die ja auch unten ist. Verschieben wir jetzt das Männchen Knotix? Können wir nicht einfach den Bildschirm verschieben? Umwerfen. Jetzt steht das Männchen direkt im Rampenlicht. Das verlangt nach einem Flirt mit der Kamera. Yeah. Oh, es fährt aber durch den Boden. Da jetzt. Jetzt war das Männchen auf dem Spielbildschirm zu sehen, aber nur kurz. Ah, wir brauchen einen Boden. Aber wenn die Spielfigur nicht im Bild bleibt, sollten wir uns an etwas arbeiten. Wir brauchen den Boden. Wir brauchen ein Objekt. Knotix. Alles klar. Einfaches Objekt. Quader. Das ist ein Objekt Knotix. Das Objekt Knotix macht seinem Namen alle Ehre, denn es lässt Objekte auf dem Spielbildschirm erscheinen. Oh, stimmt. Und den müssen wir jetzt verschieben, so.
Da ist unser Objekt. Hast du es gesehen? Ja, falls es... Tja, wenn sie von nichts aufgehalten werden, fallen Objekte sofort wieder aus dem Bildschirm. Also müssen wir das noch verhindern. Wähle dazu erst das Objekt Notix aus. Öffne die Einstellung. In den Einstellungen kann man alle möglichen Optionen für ein Knotix anpassen. In diesem Fall die Eigenschaften, damit das Knotix nicht mehr fällt. Deaktiviere jetzt die Option beweglich, zerstörbar und zerstörerisch. Okay. Ah, oh. Das wird runtergelaufen. Ich weiß allerdings nicht, ob der Boden schon groß genug ist. Ein ziemlicher Balanceakt für das Männchen. Ja, vergrößern wir. Wähle das Objekt, Notex. Ziehe die diese Schaltfläche. Ja, haben wir. Perfekt. Jetzt haben wir hier einen kompletten Boden, Leute. Aber dieser Größe fühlt man sich schon sehr viel sicherer. Jetzt fällt die Spielfigur nicht mehr so schnell runter. Praktisch ist er ja schon, aber findest du nicht, dass die Farbe des Bodens etwas langweilig ist? Ja, die können wir ändern. Da wählen wir das Objekt aus, gehen auf Einstellungen und Farbe. Wir nehmen Braun. Yeah, wir haben einen Brown Bone, Leute. Mit den Bohnen sind wir also erst einmal fertig. Aber wenn die Spielfigur an der Seite herunterfällt, verschwindet sie immer noch vom Spielbildschirm. Vielleicht sollten wir ein paar Wände bauen, damit der Level etwas sicherer wird. Ah. Ja, wir brauchen ein Objekt. Ach so, wir können die auch kopieren. Drücken wir hier auf und kopieren. Ich soll eine Wand sein? Kein Ding. Jetzt hatten wir also das Objekt Knotix kopiert. Verschiebe das neue Objekt. So. Ändern wir seine Höhe und Breite doch ein wenig. Kopiere nun das neue Knotix. Ah, und das schieben wir jetzt hier rüber. Jetzt haben wir zwei Wände, jawohl. Mega nice. Sieht aber ein bisschen kacke aus. Sieh an. Das sind hübsche, sichere, braune Wände. Naja, ob das hier hübsch ist? Ich weiß ja nicht. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass unsere Spielfigur einfach abstürzen könnte. Kehren wir zum Programmbildschirm zurück. So sehen wir mal. Ja. Ich erkläre Schritt 2 hiermit für abgeschlossen. Tada! Mega nice. In diesem Schritt haben wir den Boden und Wände gebaut. Und im nächsten fügen wir einige Plattformen hinzu, die unseren Level komplett machen. Bis später dann! Es gibt was Neues in NSS geklärt. Machen wir aber nicht. Da hat mir der Anfang schon erreicht. Willkommen zurück. Dann lass uns gleich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Beim letzten Mal haben wir den Boden und die Wände gebaut. Könntest du die Spielfigur einmal mit dem linken und dem rechten Stick bewegen? Jawohl. In Schritt 3 werden wir ein paar spannende Änderungen am Aufbau des Levels vornehmen. Aber für ein richtiges Fangspiel ist das noch etwas zu beengt. Findest du nicht? Man könnte ja jetzt etwas mit Boden und Wänden herum experimentieren, um sie größer zu machen. Oder wir machen einfach das Männchen kleiner. Das hat die gleiche Wirkung. Okay, wählst du erst einmal das Männchen Knotix aus. Der kleinere ist. Haben wir immer. Yeah.
Das ist ja ganz klein. Wie du sicher schon erraten hast, ist sie ebenfalls geschrumpft. Ja. Jetzt ist viel mehr Platz für wilde Verfolgungsjagd. Wir sollten allerdings noch etwas weiter an unserem Level bauen. Okay. Bringen wir jetzt etwas Abwechslung in den Level, indem wir ganz viele Plattformen bauen. Achso, jetzt können wir wieder kopieren hier. Passe die Größe an. Hier, so klein soll man machen. Haben wir. Oh, schieben wir hier hin. Ja, jetzt haben wir in der Plattform in der Mitte. Aber sind immer noch ganz schön wenig. Als nächstes sollten wir versuchen, eine schräge Plattform zu bauen. Ah, wir gehen auf Kopieren. Schieben die hier rüber. Und gehen wahrscheinlich... Zum Schluss noch etwas rotieren. Schräge Sache. Bauen wir doch mal eine weitere schräge Plattform. Dieses Mal auf der anderen Seite. Ah. Kopieren. Rüberschieben. Warum will denn der das unbedingt kleiner machen? Passt, perfekt. Okay, gucken wir uns jetzt an. Yeah, was wir alle gemacht haben hier. Schon verrückt, oder? Bisher läuft alles wie am Schnürchen. Aber wir haben noch einige Plattformen vor uns. Als nächstes sollten wir einige schräge Plattformen in die Ecken unten einfügen. Wähle dieses Objekt Knotix aus. Kopieren. Ah, da ist doch eh der Boden. Ah, noch eins. Schieben wir auch darüber und drehen wir. Perfekt. Diese lustigen schrägen Oberflächen werden unser Fangspiel richtig spannend machen. Findest du nicht? Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wähle das Objekt Knotix in der Mitte hier. Oh, kopieren. Jetzt schieben wir das noch nach oben. Machen das noch kleiner. Nochmal kopieren. Ach guck mal, jetzt machen wir noch kleiner hier. Wir bauen ein Smash Bros. Level. Hab weg. Da sind wir uns wohl einig. Das sieht einfach toll aus. Naja, ein bisschen langweilig, alle braun. Aber funktioniert. Denk nur an die spannenden actiongeladenen Verfolgungsjacken. Naja. Und dann kannst du mal warten. Ich bin gespannt. Und jetzt ist es wieder soweit. Ritt 3 ist abgeschlossen. Yeah. Gut gemacht. Gute Arbeit. In diesem Schritt haben wir also einige Plattformen hinzugefügt und um den Level interessanter zu gestalten. Halt dich gut fest, denn im nächsten Schritt kommen wir zum Kern des Spiels. Unser Fangspiel wird nämlich endlich zu einem Zwei-Spieler-Spiel. Wir sehen uns im nächsten Schritt. Da kommen noch vier Schritte, Leute, ey. Auf geht's. Tipptopp, da bist du ja wieder. Ja, zur Hälfte fertig. In diesem Schritt programmieren wir eine zweite Spielfigur, die der Fänger wird. Dann haben wir ein richtiges Zwei-Spieler-Spiel. Letztes Mal haben wir unseren Level eingerichtet. Ja, wir können hier nochmal bewegen. Wäre das nicht noch viel spannender, wenn ein Fänger unsere Spielfigur verfolgen würde? Okay, wir gehen auf Plus. Bevor wir unseren Fänger programmieren, sollten wir die Position des Männchens etwas anpassen. Ja, da können wir hier rüberschieben.
Und wir sollten wohl auch die anderen mit dem Menschen verbundenen Knotigste verschieben. Damit das ein bisschen übersichtlicher ist, nehme ich mal an. So, gut. Na, jetzt steht er da oben. Was soll sich da groß geändert haben? Jetzt bauen wir den Fänger. Wir nehmen einfach ein weiteres Menschen-Knotix. Alles klar. Gehen auf Kopieren hier, oder was? Wir machen einfach einen Klon von uns. Hallo Leute, kann man helfen? Auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich bin immer für euch da. Alles klar. So. Yeah, wir haben zwei. Aber er steht nur rum. Das Männchen auf der linken Seite bewegt sich gar nicht. Kein Wunder, wir haben... Ach, ist ja klar, Mensch. Wir haben ja auch noch gar nichts programmiert, wie man das zweite Männchen steuert. So. Nun, da wir zwei Spielfiguren haben, sollten wir eine Möglichkeit finden, sie beide zu steuern. Mal überlegen. Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Also sollten wir es so einrichten, dass zwei Spieler jeweils eine Spielfigur steuern. Und zwar zur gleichen Zeit. Das wäre doch ideal, wenn dabei ein Spieler den linken Joy-Con. Achso, ja, das stimmt. Programmieren wir es so, dass der Fänger auf der linken Seite sich mit links bewegt und mit L springt. Und den Läufer auf der rechten Seite? Alles klar. Jetzt, da wir einen Plan haben, können wir die Steuerung programmieren. Zuerst einmal brauchen wir dazu einen Stick-Knotix. Nehmen wir Eingabe. Kontrollstick. Und links, rechts. Da ist er. Den schieben wir jetzt nach links. Ja, und verbinden. Nett. So, was brauchen wir noch? Knopfknotix. Genau das gleiche wie drüben halt. L. Müssen wir drüben noch ändern. Springen. Einstellungen. Rechter Stick. Jetzt sollten wir den Läufer mit dem rechten Stick anstelle von dem linken Stick steuern können. Steuern. Und jetzt müssen wir hier noch auf R ändern. B deaktivieren. Und R aktivieren. Nun kann die Spielfigur auf R springen. Ich kann beide steuern, Leute. Wie verwirrend ist das denn? Mein Gehirn explodiert. Wir können nicht durch die Plattform springen, vorhin. Ich dachte, vorhin ging das. Ja, läuft alles, geht. So langsam wird ein Spiel daraus. Wir können Läufer und Fänger getrennt voneinander bewegen. Im Moment sehen Läufer und Fänger allerdings ganz genau gleich aus. Das könnte ein Problem sein. Okay. Ja, wir gehen auf Einstellungen. Automatisch. Und wieder in Rot. Ja, wir gehen hier raus. Wir nehmen den und wahrscheinlich. Ich nehme mal an Blau. Ah. Danke. Yeah. Mega nice. Aber geht da noch mehr? Es ist ja ein Fangspiel. Es sollte etwas geschehen, wenn der Finger den Läufer einholt. Versuch doch mal mit dem Finger gegen den Läufer zu laufen. Gar nichts passiert. Und das war auch zu erwarten. Wenn wir wollen, dass was passiert, müssen wir es schließlich zuerst programmieren. Richten wir es so ein, dass der Läufer zerbricht, wenn er den Finger zusammenstößt. Okay, dann gehen wir hier beim Finger auf Einstellungen.
dann auf zerstörerisch. Läufer. Zerstörbar. Okay. Wenn nun ein Fänger einen Läufer berührt, zerspringt der Läufer in 1000 Stücke. Oh. Der bricht der Läufer bedeutet das, dass der Fänger den Läufer eingeholt hat. Mit anderen Worten, er hat gewonnen. Unser Fangspiel ist jetzt ein richtiges Zwei-Spieler-Spiel. Wenn du den Läufer erwischt hast und noch einmal von vorn beginnen möchtest, plus halten. So kannst du das Spiel einfach von Anfang an neu beginnen. Okay. Ja, doch. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, Schritt 4 wurde erfolgreich beendet. Yes. Ja, Mann. In diesem Schritt haben wir einen Fänger programmiert. Außerdem kann man unser Spiel jetzt zu zweit spielen. Schritt für Schritt wird so langsam ein richtiges Spiel daraus. Aufregend, findest du nicht? Aber im Moment sind die Vorteile noch etwas einseitig zugunsten des Fängers verteilt. Im nächsten Schritt werden wir also ein Element hinzufügen, mit dem wir das Spiel ein wenig ausgeglichener gestalten. Bis bald dann! Okay, Schritt 5. Jetzt sind wir schon in der zweiten Hälfte Lektion 5, wa? Ja. Fassen wir noch immer kurz zusammen. Ja, wir können uns jetzt bewegen hier. Mega nice. Oh. Ja, die Vorteile liegen beim Fänger. Damit wird unser Spiel noch einmal viel aufregender. Oh, was machen wir denn jetzt? Da geht es ja übersprungen. Was Form 4? Rollende Bälle. Ich weiß, ein Knotix. Und zwar ein Objekt. Einsetzen Knotix. Objekt. Einsetzen, zerstören, anziehen. Objekt einsetzen. Den Objekte einsetzen. Ah, wer hat mich gerufen? Objekt einsetzen Knotix. Gibt es einen Schurken, dem Einheit geboten werden soll? Soll ich etwas nach ihm werfen? Ah, ich soll also mit diesem Spiel helfen. Oh ja, ich fühle mich bei meiner Ehre dazu verpflichtet. Du bist also ein Programmierer. Ja, vielleicht. Ich werde dich selbstverständlich unterstützen, solange meine geheime Identität gewahrt bleibt. Oh ja, alles Übel soll sich in Acht nehmen. Sag ihm einfach, was du brauchst und ich helfe dir Cape umdrehen. Hier haben wir ein Objekt einsetzen, Knotix. Wenn es um die gute Sache geht, ist es immer höchst motiviert. So, wir gehen aufs Knotix und schieben das hier hoch. Sehen wir immer auf dem Spielbildschirm nach. Wo ist nochmal ein dicker Ball? Da, ein richtiges Ballbombardement. Ach, dann geht der auch schon kaputt. Diesen Service bekommt man nur von einem Objekt einsetzen, Knotix. Aber sind die Bälle nicht noch etwas zu groß? Okay. Aber gut. Da, die Bälle sind jetzt kleiner. Aber ich denke, dass wir etwas noch viel Spannenderes mit diesem Level machen können. Fügen wir unseren Fänger und Läufer eine weitere Plattform hinzu. Okay. Aha, kopieren. Hochschieben. Anschrägen. Tipptopp. Kopieren. Verschieben. Ah, komm her hier. Na. Und drehen. Der Wolski. Jetzt schauen wir mal nach. Wow. Jetzt haben Fänger und Läufer etwas Schutz vor der Lawine von oben.
Aber vielleicht ist die Lawine noch etwas zu stark. Die Bälle rollen noch nicht richtig, oder? Oh, wie schnell die Bälle angerollt kommen, können wir auf dem Programmbildschirm einstellen. Okay, wir gehen auf den Ball. Einstellungen. Setze die Einsatzgeschwindigkeit auf 4. Also die Lawine haben wir jetzt gezähmt. Aber siehst du, wie die Bälle zerbrechen, wenn sie einander berühren? Wir sollten wohl das Intervall zwischen dem Einsetzen der Bälle etwas vergrößern. Okay. Dann wahrscheinlich wieder auf Einstellungen. Einsatzintervall machen wir auf 7. Jetzt haben wir das Intervall zwischen den Einsätzen der Bälle auf 7 verlängert. Mit dem verlängerten Einsatzintervall müssen wir jetzt etwas länger auf dem ersten Ball warten. Noch einen kleinen Moment. Da kommt er. Mit dieser Anpassung rollen die Bälle nun genauso, wie sie sollen. Jetzt denkst du bestimmt, aber wir brauchen noch auf der anderen Seite noch Bälle. Ja. Okay, machen wir. Ja. Kopieren. Und rüberschieben. Jawohl. Einstellungen. Wähle nun Option Einsetzrichtung. Ah. Aber warum ist der Pfeil nach links? Eine Sache gibt es allerdings noch zu tun. Bewege einmal den Finger mit dem linken Stick. Bei dem Finger passiert nichts. Bringen wir das in Ordnung. Der Finger soll auch zerbrechen? Zerstörbar. Schließe die Einstellung. Laufe jetzt einmal mit dem Finger in einen Ball. Mach ich, wenn er dann mal kommt. Oh, der Finger zerbricht, wenn er von einem Ball getroffen wird. Prima. Stell dir nur vor, wie der Finger den Läufer durch eine Lawine vom Ball verfolgt. Das Drama der Nervenkitzel. Wir haben hier alles, was man für einen spannungsgeladenen Wettstreit braucht. Lass uns zum Programmbildschirm zurückkehren, wenn du dir alles angesehen hast. Und jetzt mal überlegen. Oh ja. Schritt 5 ist abgeschlossen. Yeah. Wieder abgeschlossen. Im nächsten Schritt werden wir etwas programmieren, das es uns erlaubt, das Spiel immer wieder von vorn zu starten. Okay. Dann zum nächsten Schritt. Voller Einsatz! Haben wir jetzt in Alice erklärt. Schritt 6. Automatischer Neustart. Hallo! Oh, jetzt wird nochmal alles... durchgekaut. Wir können bewegen hier. Wir haben Bälle gebaut. Oh, die gehen alle kaputt, wenn wir gegenlaufen. Stellen wir uns einmal vor, der Finger oder der Läufer zerbricht. Dann muss der Spieler selbst das nochmals involvieren, um das Spiel von vorn beginnen zu können. Das nervt etwas. Dabei sollte man doch eigentlich beim Spielen Spaß haben, oder nicht? Wir können die Sache etwas vereinfachen, indem wir es automatisch von vorne beginnen lassen, sobald der Läufer oder Finger zerbrechen. Okay. Zuerst einmal brauchen wir ein Knotix, das überprüft, ob etwas zerbricht. Und zwar das Bei-Objekt-Zerstörungs-Knotix. Hier gibt es bei Eingabe, dann auf Statusänderung, dann bei Objekt-Zerstörung. Hallo ihr Lieben. Kann ich euch etwas helfen? So ein Herz. Ein gebrochenes Herz. Oh, gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Ah ja. Wir brauchen hier deine Hilfe. Was soll gecheckt werden? Ob etwas zerbrochen ist. Öffne dann die Option, was soll gecheckt werden? Genau wie es das Knotix gesagt hat.
Ah, hier kannst du festlegen, für welche Objekte das bei Objektzerstörungsknotex überprüft, ob sie zerstört wurden. Deaktiviere die Optionen Quader, Zylinder und Kugel. So, und aktiviere die Option Männchen. Okay, gehen wir raus. Ja. Achte darauf, ob ein Männchen zerbricht. Alles wird gut. So, den verschieben wir erstmal hier rüber. Als nächstes brauchen wir noch einen Knotix, das dieses Mal eines, mit dem wir das Spiel von vorn beginnen können. Ausgabe. Nochmal beenden, wechseln, nochmal. Ach, das ist jetzt bei Ausgabe oder was? Ach du liebe Güte. Nochmal Knotix. Hey, was gibt's denn? Es war gestern, meine Kehrseite hat ganz gehörig gejuckt und da... Und ich dachte, ich wäre allein, also habe ich mich ordentlich gekratzt. Doch als ich mich umgedreht habe, waren da ganz viele andere Knotixe und sie haben mich alle angestarrt. Was? Was erzählt er da? Vor die Story. Von gestern so. Christlicher Arbeitstag? Oh mein Gott. Er wünscht, er könnte die Zeit zurückdrehen. Uff. Ganz schön peinlich. Verstehen wir unseren Freund. Ja? Ja. Und dann verbinden wir die beiden. So. Gut, jetzt beginnt das Spiel jedes Mal von vorn, wenn eine Spielfigur zerstört wird. Wie du siehst, hat das Spiel automatisch von vorn begonnen, als eine der Spielfiguren zerstört wurde. Jawohl. Aber findest du nicht auch, dass der Intervall zwischen dem Zerbrechen und der Spielfigur und dem Neustart etwas kurz ist? Wie wäre es, wenn wir es ein wenig verlängern? Wähle zuerst die Verbindung. Wähle die Schaltfläche X. Und jetzt brauchen wir ein Timer-Knotix. Mitte Timer. So. Timer-Knotix. So. Ja, komm. Jetzt erklär weiter hier. Tut mir sehr leid, ja. Irgendwas ist wohl passiert. Irgendwas total crazy ist passiert. So, jetzt verbinden wir die. Verbinden den. Und jetzt können wir hier die. Na, jetzt ist es immer noch auf 1 gestellt. In der Sekunde stand da, glaube ich. Das ist jetzt schon länger gewesen. Alles so in Ordnung. Schritt 6 ist abgeschlossen. Yeah. Der nächste Schritt wird auch der letzte dieses Spiels sein. Denn dann ist unser Fangspiel endlich komplett. Im letzten Schritt zeige ich dir, wie du dem Spiel ein wenig Mode 60 Magie hinzufügst. Dann sehen wir uns im letzten Schritt. Bis bald. Okay. Schritt 7 und der letzte. Wie man das Spiel neu startet, wenn ein Objekt zerbricht. Kannst du dir bei Alice nochmal anklicken. Alice erklärt es nämlich. Aber wir gehen zu Schritt 7. Hey Mo360, spürst du die Spannung, die in der Luft liegt? Also ein klein wenig. Dieser Schritt ist der letzte. Und lass uns zuerst kurz überlegen, was wir bisher gemacht haben. Ja, wir können hier loben. Wir haben den Ball, wir gehen kaputt, wir haben die Zeit verlängert, dass das Spiel neu anfängt. Gut, auf zum Programmbildschirm. Was kommt als nächstes? Wir werden deine Inspiration und Kreativität nutzen, um die Farbe des Levels zu ändern. Bist du bereit? Jawohl. Wähle zum Beispiel einmal dieses Objekt. Dann gehen wir auf Einstellungen. Dann gehen wir auf Braun. Im Moment ist dieses Objekt braun. Aber wie wäre es mit Schwarz? Ja, das habe ich gecheckt. Und jetzt bist du dran. Ändere die Farben der anderen Plattform so, wie es dir gefällt. Okay.
Außerdem kannst du diese Schallfläche hier verwenden, um deine letzte Aktion rückgängig zu machen. Alles klar. Los geht's. Machen wir, machen wir auch schwarz. Machen wir auch schwarz. Machen wir weiß. Ah ne, warte mal, die machen wir. Die machen wir. Orange. Grün. Und grün. So. Fertig. Ah, schon fertig. Jawohl. Gucken wir uns jetzt mal an. Boah, das sieht doch mega aus, oder? Richtig krass. Guck mal, die werfen sehr an Schatten, die Dinger. Oh, was für ein Flair. Wie geschmackvoll und toll. In Ordnung. Und damit erkläre ich die Entwicklung dieses Spiels für abgeschlossen. Gibt es da ja keinen Zähler oder sowas, wie oft man hier getroffen wurde? Das ist jetzt nicht wichtig, oder was? Ich will keinesfalls deinen großen Moment unterbrechen, aber könntest du noch einmal zum Programmbildschirm zurückkehren? Jawohl. Ein Spiel programmieren würde ich auch so machen. Für ein erstes Spiel war das schon recht gut. Ach, ich bin ja so stolz auf dich. Oh, das ist aber nett. Warte mal, jetzt bedanken sich nochmal an und loben uns. Die ganzen Knotigse. Total verrückte Viecher. Gut gemacht. Ich bin sprachlos. Mensch, ey. Dieses Spiel haut voll rein, genau wie du. Yeah, vielen Dank. Oh yeah. Super. Du bist schon weit gekommen, Modre 60. Aber es gibt noch einiges zu lernen. Das merkt man gleich, du hast ein Talent zum Programmieren. Jetzt müssen wir nur noch eins tun. Unser Fangspiel an seinen Ehrenplatz in der Spieleliste stellen. Zurück zum Menü. Tada. Fertiggestellt. 5.7.2021. Erstellt von Mo360. Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung von Wilde Jagd. Wenn du dein Spiel so weit ausgearbeitet hast, dass du nichts mehr daran ändern würdest, betrachten wir es als fertiggestellt. Hurra! Ein tolles Gefühl, das erste eigene Spiel fertiggestellt zu haben, oder? Bewahren wir es für die Nachwelt und fügen es deiner Spieleliste hinzu. Yeah, cool. Ein bisschen aus wie bei Mario Maker, oder? Oh, so sieht dein Spiel jetzt also aus, Modell 60. Nun kannst du jederzeit herkommen, um es zu spielen. Also, sieht nicht ganz genauso aus, aber hat irgendwie so... Eigentlich sieht es ganz anders aus. fragst dich jetzt vielleicht, was das für ein Ort ist? Nun, das ist die Spieleliste. Du findest sie im Modus freies Programmieren. Einfach ausgedrückt ist dies der Ort, an dem wir Spiele speichern, die von Grund auf erstellst. Und wo wir schon beim Thema freies Programmieren sind, in dem Modus ist der Name quasi Programm. Wenn du diese Schallfläche hier wählst, wirst du zu einem leeren Programmbildschirm gebracht, auf dem du ganz frei programmieren kannst. Deine Reise in die Welt der Spieleprogrammierung hat natürlich gerade erst begonnen, Mo360.
Also nimm es dir bitte nicht zu Herzen, wenn einmal etwas nicht sofort so funktioniert, wie du es dir gedacht hast. Jedenfalls ist dies ein unvergesslicher Tag. Das erste Spiel, das du erstellt hast, steht nun zum Spielen bereit. Wie wär's, wenn du ein paar Freunden zeigst? Es macht sicher Spaß zu sehen, wie andere dein eigenes Spiel spielen. Und wenn du hier fertig bist, sollten wir uns wieder an die Arbeit machen. Lektion 2 der interaktiven Lektion erwarten dich bereits. Wir sehen uns dort. Hier endet die Demo-Version. Wer hätte gedacht? Vielen Dank fürs Spielen. Wir würden uns freuen, wenn du dir auch das Intro-Video für die Vollversion ansehen würdest. Das machen wir noch. Nee, Modell 60. Und wie war's? Es würde mich freuen, wenn du ein Gefühl dafür bekommen hast, wie die interaktiven Lektionen in diesem Spiel funktionieren. Ich habe noch ein besonderes Video für dich vorbereitet, das dir einen Eindruck in alle möglichen Elemente des Spiele von Spielestudio gibt. Schau doch mal rein. Das machen wir noch. Weitere Lektionen. Guck mal, den halt machen kannst hier. Ist bestimmt ganz cool so, war. Und gerade wenn man jetzt hier so online hätte gerne mal ein bisschen was gesehen. Was so andere gebaut haben. Also die Idee ist ja schon ganz geil so. Eigentlich. So auf einfache Art Spiele zu bauen. Auch so 3D-Spiele, also mit so in die Tiefe gehen kann und so. Eigentlich ganz nice. Muss man schon sagen. Super, oder? Da, kick mal da hier so schön. Ja, mal sehen, werde ich mir vielleicht mal zulegen irgendwann. Da gibt es bestimmt schon einiges zu zocken. Letztens habe ich gesehen, dass in der Doom gebaut. Und zum Schluss bleibt mir nur noch eines zu sagen. Vielen Dank, dass du die Demo-Version gespielt hast. Gerne. Abbrechen. Im eShop waren wir schon, wir haben es schon gesehen. So Leute, das war die Demo-Version. Was ist, wenn wir jetzt hier hochgehen? Ah, das geht alles nicht. Alles klar. Geht alles nicht. Mehr kann man nicht machen, Leute. Das war die Demo-Version vom Spielestudio, Leute. Könnt ihr euch runterladen. Kostet natürlich nichts. Könnt ihr mal antesten. Dauert, wie ihr gesehen habt, circa eine Stunde. Dann ist die Sache hier vorbei. Und ja. Ich glaube, das Spiel ist ganz nett. Weil man, eigentlich kann man das ja unendlich spielen, wie Mario Maker. Ich weiß nicht, wie umfangreich man da die Spiele jetzt bauen kann, wie groß sie sind, was man alles einstellen kann, was man ändern kann, wie das alles, wie weit das Ganze reicht, kann ich natürlich noch nicht beurteilen jetzt in der Demo, aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus, hat Potenzial und kostet ja auch nur 29 Euro, Leute. Also ist ja jetzt nicht so, dass das hier 59 Euro kostet, wo man, da kann man da nichts machen, ärgert man sich. 29 Euro ist ja, glaube ich, völlig in Ordnung für dieses Spiel. Ich bedanke mich für's Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.